Hier war ein Secret. Ah, genau, hier sind die. Also. Jo, zwei Stück sogar. Kaputt, okay. Sehr schön. Gefühlter Treffer. Kommt hier irgendwas hoch? Ne, der ist irgendwo hier. Sehr schön. Sind nicht mehr viele. Ist noch einer. Nein! Du Arschloch! Na gut. Wir wollen nach Osten, nach oben und dann weiter gucken. Und genau das meine ich mit diesen komischen Punktanzeigen. Wenn Projektile von oben kommen, dann sieht man ja, von wo sie ungefähr kommen. Aber da kann ich absolut nichts anfangen. Eintrag Nummer 7. Es ist immer noch Nacht. Durch jedes Fenster starrt derselbe melancholische Mond mich an. Aber ich kann schwören, dass ich mindestens einen ganzen Tag hier schon war. Es muss das Adrenalin sein. Ich habe mich niemals so mächtig gefühlt. Und gleichzeitig so herausgefordert. Es ist berauschend, durch diese Räume zu stürmen, Gegner um Gegner umzubringen. In manchen Arten kommt es mir vor, als wenn das Schloss die Gegner mir anpasst, um mich zu trainieren, um mich zu führen, mich beobachtend. Das könnte krank klingen, aber wenn das Schloss irgendwie fühlen könnte, was in ihm vorgeht, fürchte ich, dass es einen bösartigen Hintergedanken hegt. Falls meine Vermutungen korrekt sind, könnte das Design der Hallen alles eine Falle sein, die mich immer tiefer ruft. Ich muss wachsam bleiben. Nee, jupp, wachsam bleiben ist gut. Töten und plündern ist auch gut. Kaputt, kaputt, kaputt. Looten. Looten. Okay. Gucken wir erstmal kurz nach links. Ein Erschießungskommando. Sonst ist hier nichts. Nein! Wir brauchen den Vierfachsprung. Autsch. So. Ich wollte gerade den Goldmünzen ausweichen. So, hops. Na komm schon, nicht jetzt auf dem Endspurt vom ersten Geschoss sterben. Oh, sehr schön. Und das ist nicht volle Lebenspunkte, aber dennoch sehr viel. Oh. Warum zur Hölle sollte ich da hinten jetzt hingehen? Ernsthaft? Für einen doofen Kronleuchter? Nee, 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 nix da. Keinen Schaden nehmen. Ach du gute Güte. Ha, geschafft. Oh. Wie komme ich wieder raus? eine Grace-Rune. Sehr schön. Und ich glaube, ich kann durch den Boden durch. Ja, sehr schön. Ich sag ja, Doppel- bzw. Dreifachsprung ist echt irre praktisch. Also ohne hätte ich die Herausforderung auf keinen Fall geschafft. Ja, und neues Miam-Miam, Mana und Gold. So, was haben wir hier? Augen. Zack, zack. Erst ein bisschen aufräumen und dann hat die anderen töten. Sehr schön. Fast wieder volle Lebenspunkte. So muss das sein. Sackgasse? Okay.
Da oben ist wieder so ein schmaler Gang. Vielleicht passt man als Knappe dadurch. Ne. Nee, nee, nee. Geht nur als Zwerg. Okay, was ist hier? Oh. Nein, 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 nein. Na. Zum Bishnu war unser Ende. Fast zwei Reihen voll. Ja, das scheint momentan unser Muster zu sein. Und so wirklich... Wow, bist du groß. Und so wirklich jedes Mal das erste Gebiet abschließen, ist auch nicht drin, hm? Kein peripherer Blick. Ich nehme den hier, da kann ich 3D sehen, ist okay. So, 2020 Gold. Ich gucke mir erstmal die Runen an, die freigeschaltet wurden. Bei dir. Da. Balance-Rune. Bringe Gegner um, um Mana und Lebenspunkte zu bekommen. Dann hätten wir nur noch Doppelsprung, nicht Dreifachsprung. Aber es ist mir, glaube ich, wert. Was haben wir noch? Ja, Schaden wird auf Gegner zurückgeworfen. Interessiert mich nicht so wirklich. Und das war's. Ja, also, Notiz an selbst, du hast nur noch Doppelsprung, keinen Dreifachsprung. Du... Was ist das hier noch? Oh. Na komm, mehr Magie kann ich schaden. Aber es ist ja auch magischer Schaden und nicht Mana. Richtig, also wir verursachen mehr Schaden mit unseren Zaubersprüchen. Oder Spezialfähigkeiten. Wir sind ganz schön grün. Schulterpanzer und Helm passen nicht ganz, aber sonst... Das ist eine Silberrüstung. Na gut, töten. Oh, keiner. Also wir haben jetzt die Blutrune. Wir haben das Mana-Umhang-Dingens. Und wir haben eine Mana- und Lebenspunkte-Rune. Wie viel kriegen wir jetzt pro Tod? 3. Achso. Also das Balance-Ding macht halt 1 Mana-Regeneration und 1 Lebenspunkt-Generation. Wohingegen die Blutdurst oder... Wie ist das andere? Keine Ahnung. Die machen halt jeweils 2 pro Rune für ihren Stat. Oh. Oh. Das Hühnchen hebe ich mir für später auf. Hab bestimmt nochmal getroffen in diesem Raum. Oh. Au. Oh, sag ich ja. Geht's hier irgendwo runter? Nee. So, weg hier. Da oben ist schon wieder ein Durchgang. Das ist echt fies. Jedes Mal, wenn wir nicht ein Zwerg spielen, sind die überall. Und wenn wir ein Zwerg spielen, sehe ich nirgendwo einen. Was nicht heißt, dass da keine sind, aber ich sehe halt keine. Kaputt. Kaputt. Ganz schön großer Raum. Mit ganz schön wenig drin. Du was? Kein du was. Kaputt, 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 kaputt. Nicht zaubern. Karte, wir sollten erstmal oben links weitermachen. Nicht, dass wir wieder zurück müssen. Ich warte noch drauf, dass jetzt irgendwas passiert, wo wir den Dreifachsprung brauchen. Genau in diesem Leben. Das wäre... Was zur Hölle? Ah, ich wollte schon sagen. Unser Doppelsprung ist weg. Aber es war nur irgendwie ungünstig gestartet. Und du bist komisch. Bin der Typ, der auf dem Klo hockt. Man kann ja auch nichts machen, ne? Ja. Man kann zurücklaufen. Kein Kämpfen. Steht nichts von keinen Schaden nehmen. Okay. Kann ich mitarbeiten. Oh, dankeschön. Das war einfach. Siphon-Rune. Oh, warte mal, das müsste ein Upgrade für unser Schwert sein. Ihr müsst jetzt alle sterben. Tut mir leid. Ihr nervt mich zu sehr. Und ihr gebt Lebenspunkte zurück.
Und was mir noch auffällt, wir haben jetzt ja 3 Mana pro Kill vom Gegner wieder. Wir sollten also echt mal ein bisschen zaubern. Zumal wir auch gerade unseren Zauberschaden indirekt erhöht haben. Oh. Na, kommt nicht ran, okay. Du bist du was, wusste ich's doch. Au, au. Nein. Komm, schieß. Ich will jetzt nicht durchlaufen, während du darauf wartest zu schießen. Schieß, du Doofer. Also. Oh. Okay. Ein Stachelraum? Nee, war nur ein Ding, das der Stachel hatte. Kaputt. Jo, sehr schön. Das müsste jetzt Maya sein. Ist es auch. Und die können wir nicht... Oh, die können wir doch umbringen. Da kommen wir jetzt echt nicht hin, ne? Nö. Schade. Und ja, ich weiß, was ich gerade tue. Ich stöber wieder rein, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Aber immer nur den ersten Bereich abzugrasen, finde ich doch ein bisschen langweilig. Aber ne, wir haben nur 590 Gold. Das wäre doof, wenn wir jetzt sterben würden. Also runter, 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 runter. Und ganz normal weiter machen. So. Da oben noch. Oh, oh, oh. So nicht, mein Junge. Stirb. Und jetzt sind wir hier durch. Was sagt die Karte? Die Karte sagt... wir müssen 3-mal nach rechts. Oh, das ist ein goldener Kronleuchter, aber... naja, ein Kronleuchter. Jo, hallo Mann, der auf Klo sitzt. So, und hier geht es jetzt oben weiter. Du was? Nein. Alle Gegner besiegen. Gern doch. Mit Vergnügen. Das sind ja bloß 2 von den riesen roten, schwarzen Rittern, die ziemlich schnell gestorben sind. Okay. Klick. Eine Verfluchmune, die die Gegner stärker macht. Ja. Das ist nicht ganz so... Ja, obwohl, wenn wir später wirklich in der Lage sind, das erste Gebiet fast ohne Probleme jedes Mal durchzulaufen, dann könnte man die Gegner stärker machen, um mehr Gold rauszufarmen. Aber das sehe ich jetzt noch nicht so wirklich. Trotz der ganzen neuen Ausrüstung sterbe ich einfach viel zu häufig. So, wo geht's weiter? Rechts geht weiter. Mit noch mehr Stacheln. Gut. Au, Hühnchen. Au. Und da hätte mir gerade 3-fach Sprung geholfen. Und ich wollte nicht das, ich wollte das hier. Sehr schön. Nur rechts geht's weiter. Dash ist für sowas extrem praktisch. Oh, sehr schön. Lebenspunkte, Mana, Gold. Gold, 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 Gold. Mhm. Nö. Wir wollen erstmal gucken, was hier rechts ist. Eine Jukebox. Das ist doch cool. Okay. Der korrupte Lord. Stirb, korrupte Lord. Wollen deinen Platz haben. Korrupt sein ist nämlich ganz goldlastig. Warum drücke ich immer die Mana oder Magie-Taste, wenn ich einfach nur dashen will? Oh. Aber man merkt, erste Konzentrationsschwächen. Das Spiel sollte man echt nicht zu lange am Stück spielen.
Da ist dann irgendwann die Luft raus. Also ja, wenn man es alleine spielt, ohne Zuschauer quasi, dann ist es ja vollkommen egal, was für eine Performance man bringt. Man kann ja einfach durchgehend weiter grinden. Aber bei mir merke ich jetzt schon, dass es mit dem Kommentieren wenig nachlässt und so wirklich gut vorankommen wir auch nicht. Also wird es nach diesem Leben erstmal einen Cut geben. Dann gibt es einen schönen Kaffee, einen Donut und dann passt das. So, töten. Ich will meinen Donut essen, also muss ich töten. Oh, falsch. Kaputt. Kaputt. Ja, das klappt echt gut. So viel zu Pause machen, ha? Nix da, töten. Vielleicht brauchte ich bloß den Wald. Die Ruhe des Waldes und endlich mal was anderes sehen, das erste Gebiet. Kannst du springen? Au. Runter kann... Au. Ruhe des Waldes, mein Arsch. Weg hier. Ja, nee. Weg. Was haben wir noch? Wir haben einen Raum in der Mitte nach unten. Nee, das ist ja in der Nähe vom Teleporter. Nö, das tue ich mir nicht an. Wir machen jetzt ganz mal den Wald weiter. Mit den garstigen Hunden hier. Ah, hey. Die können doch von sich aus springen, das ist nicht schön. Okay. Achso, die können wir kaputt machen. Wir bräuchten demnächst aber echt mal ein Hühnchen. Wir sind bald... Oh, sehr schön. Hühnchen. 1900, das ändert sich jetzt. 2200. 2520, sehr schön. Du hältst eine Menge aus. Oh. Einen Schlangen würde ich ganz gerne zerlegen, wegen den letzten Lebenspunkten. Das ist echt praktisch. Die können uns gar nichts antun. Wir können die nach und nach zerlegen, wenn wir wollen. Okay, da kommen wir nicht ran. Außer der springt. Aha, komm, spring nochmal. Spring nochmal. Hihihihi. Oh ja, kostet alles Mana. So, runter. Runter, runter. Wieder hoch, weil da eine Kiste ist. Gold. Runter, 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 kaputt. Runter, runter. Falsche Richtung dashen. Oh, 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 oh. So. Dich kaputt. Diese komischen funkelnden Kügelchen hier, die irritieren langsam. Vor allem, wenn noch ganz viele andere Sachen auf der Karte rumschwirren. Oh. So wie der komische Typ im Hintergrund, der lang geflogen ist gerade. Lebenspunkte sind auf 50%. Das sollten wir ändern. Oh. Komm schon, Keule irgendwo. Nö. Oh. Da. Wir könnten versuchen, da ein paar Gegner umzubringen. Aber das sind zu viele Stacheln. Das wird nichts. Okay, hier sind auch viele Stacheln, aber hier muss ich weiter. Genau, bei dir muss ich weiter. Dir und dir. Und dir komischen roten Dingen. Und hier haben wir so einen komischen Teleporter. Die uns random, glaube ich, irgendwo hin teleportieren. Wow, okay. Das sah so schön aus. Oh, ein Bauplan. Ranger Bracer. Weiß ja nicht. Der sorgt denn für mehr Crit oder für was? Und dann nur noch 42 Lebenspunkte. 2 war eigentlich so nicht geplant, aber okay. Das waren die schnellen Schießer und wir sind tot. Sir Wallace wurde von einem Dorn umgebracht. Hä?
Hey, wir haben endlich mal die dritte Reihe angebrochen. Sehr schön. Aber ja, ich denke, ich mache jetzt trotzdem mal eine Pause. Ich will mein Käffchen. Und wir sehen uns gleich wieder.